Herzlich willkommen bei uns im Garten. Heute mache ich den Zaun weiter. Es geht einmal um diesen Haarträger, der hier ist. Hier wird ja hier der Pfosten nachher befestigt und dieses wird ja hier einzementiert. Mir reicht das aber irgendwie nicht, weil mir das nicht tief genug geht und ich möchte nachher auf dieser einen Seite eben halt das Element öffnen. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den einfach zu verlängern. Ich habe jetzt hier ein Flacheisen, was ich jetzt hier drauflege, das mache ich da fest und dann wird es hier praktisch angeschweißt. Das gleiche mache ich dann noch auf dieser Seite und dann verlängere ich den Burschen ungefähr so auf diese Länge. Und dann kommt da nachher auch nochmal so ein Träger inzwischen, damit ich dementsprechend da mehr Stabilität drin habe. Ich vertraue dem zwar den ganzen, aber wie gesagt, ich bin Schlosser und eigentlich gehörte das ja an meinem Schlossereikanal, aber da es hier im Garten ist, läuft es jetzt hier in dem Gartenbereich. Und mal sehen, vielleicht mache ich das doch im Schlosserbereich auch noch rein. Und verlängere den jetzt eben halt und so wie ich das haben möchte. Und dann werde ich den einzementieren. Das hier ist der Zaun. Und hier auf dieser Seite soll nachher der Pfosten rein, den ich jetzt gleich mache, also dieser Halter. Das ist ja dann so einer wie dieser hier. Und später möchte ich das dann so machen, dass ich diese Seite praktisch hier aufmachen kann. Und dann kann ich hier mit dem Hänger in den Garten rein. Praktisch hier und kann den Hänger hier voll machen. Und anschließend kann ich den ja hier rausschieben auf dem Weg und komme da hinten bei dem Sperrpfosten, der ist wieder dran vorbei. Also da passt der Hänger auch durch, zur Not habe ich einen Schlüssel. So die eine Hälfte jetzt steht vom Zaun. Genau, das ist jetzt der Träger, den ich mache. Das war der alte. Da sind die Bleche rausgebrochen beim letzten Sturm. Das hat irgendwie nicht gehalten. Das war auch irgendwie Blödsinn, was ich da gemacht habe. Naja gut, wenn man es nicht richtig macht, macht man zweimal. Also mache ich es zweimal. Und dann wollen wir mal gucken. Hallo Heidi, meine kleine Katze Heidi. Ui, da haut sie ab. Ja, so, das mache ich jetzt mal eben fertig hier. Ich schweiße ich mal eben und dann kommt ja Zement rein, um das Ganze zu befestigen. Ja, so sieht das jetzt aus. Und das mache ich jetzt gleich auch noch auf der anderen Seite. Dann habe ich nämlich hier den langen Teil dran und mache da noch eine Querstäbe nachher rein. Dann habe ich das Gefühl einfach, dass es besser in den Beton hält nachher. Das mache ich gleich wie folgt. Ich setze hier die Elektronenelektrode an und dann schweiße ich ein bisschen runter und mache dann so kleine Kreise und schweiße das praktisch bis hinten hin oder meistens immer so. Ich mache immer nur so ein Stück, guck nochmal und dann mache ich immer den Rest weiter, weil ich habe es zwar jetzt hier sauber gemacht, aber wir haben hier verzinktes Material und da kann es immer so Probleme geben. Meistens gibt es dann immer so Löcher in der Richtung. So, okay, dann werde ich da mal anfangen mit. Thank you.
Ja, so sieht die Schweißnaht dann aus. Mal ein bisschen ranzoomen. Die wird dann ziemlich gleichmäßig. So, dann mache ich jetzt nochmal in den Rest zu Ende. Den Pfostenschuh habe ich jetzt drin. Ich habe das auch schon wieder zugemacht. Wie man das macht, muss ich jetzt auch nicht unbedingt dokumentieren. Das kann sich jeder selber denken. Und dadurch, dass jetzt eben halt der ziemlich weit drin ist, ist das so, ist auch ziemlich fest. Aber hier soll ja nachher das so sein, dass das aufgeht, also ein Tor eben halt ist. Ne? Muss ich mal gucken. Auf alle Fälle ist dafür drin, wenn das nicht dieser ist. Dann nehme ich den hier, hier steckt ja noch einer drin, der hier. Und dann mache ich das eben halt über hier drüber. Das muss ich mir dann nochmal angucken. Wichtig ist, dass ich hier nachher mit meinem Hänger hier rein kann. Und dass es dementsprechend in Ordnung ist. Ja, okay, den setze ich dann morgen früh. Muss ich mal gucken, oder morgen Nachmittag. Und dann habe ich das dementsprechend wieder alles gerade. Ja, der Zaun ist auch gerade soweit. Ja. Gut, dann räumen wir jetzt erstmal hier zusammen und packen jetzt mal die Sachen wieder dahin, wo sie hingehören.